Internet an und ja, YouTube. Wir gehen weiter. Unser Ziel ist es, das Bergwerk untersuchen. Evelyn ausschalten. Okidoki. Pistole habe ich jetzt nicht mitgenommen. Wahrscheinlich war das der größte Fehler, den ich machen konnte. Aber hey, wir sind ja kein Lulu. Oh, oh, es sind Tausende. Fucking hell. Ja, mit der Flinte wäre das gleich erledigt gewesen, das gebe ich zu. Ich habe gleich keine Munition mehr. Kann ich gleich wieder zurück, Munition. Dort die Pistole mitnehmen. Unbelievables. Flintmunition. Das ist gut. Die habe ich jetzt natürlich wieder abgelegt. Okay. Okay, vielleicht statt dem Granatwerfer, was der? Schieb's rüber. Was ist? Ja, okay, scheiß drauf. Granatwerfer dann für sie, oder? Ja, wir werden sehen. Habe ich draußen was übersehen? Wird mich echt ungut. Na, ah, eine Kiste. Maschinengewehrmunition. Seht ihr? Okay. Gut. Es wird dunkel. Und dem Dunkeln ist gut munkeln. Vor allem mit irgendwelchen Monstern. Also heute kannst du munkeln, verschiebe nicht auf morgen. Okay, gegen die ist das Maschinengewehr was besser? Ja klar, das mache ich gleich, ja, schieße ich gleich um. Du explodierst doch, oder? Ja, ja, oh Gott sei Dank. Das war der Plan. Von Anfang... Okay, hier sind anscheinend Tausende... Tausend Trilliarden von den Viechern. Wenn nicht. Aber... Hunderte. Okay, ich kann gleich wieder Maschinengewehr, Pistolen, Dings, Maschinendings benutzen, ne? Oh. This is what I like.
Oh Gott. Eigentlich bräuchte ich das jetzt nicht. Hey, hey. What? Hey, fuck off! Ja, so viel zum Thema Munition. So viel zum Thema Munition. Können wir noch hier lang gehen, alles gut. Ist das ein komisches Licht hier? Was ist das? War doch was Böses. Pistolenmunition, geil. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich habe sie nicht mitgenommen. Ah! Ach komm, da war eine Bombe, damit habe ich nicht mehr ge... Oh, Scheiße! Ja komm, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war ja unfair. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normalen. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht wie mein kleines Kind aus. Sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind aber noch immer voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank. Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen ewigem Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. What? Die Omi, ich hab's gewusst! Von Anfang an, YouTube, hab ich's nicht gesagt? Von Anfang an! Von Anfang an! Dieser Bericht beschreibt im Detail die auftretenden Symptome, wenn das im Inneren der E-Serie gezüchtete Bakterium einen Menschen infiziert. Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch, bevor Sie mit einem Individuum in Kontakt treten, das durch die E-Serie zur Waffe gemacht wurde. Wird im Nachhinein als Schimmelpilz bezeichnet. Primärinfektion. Der Schimmelpilz nimmt Nährstoffe vom Körper des Wirts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper. Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten. In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen und fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder anwachsen zu lassen. Mittleres Stadium der Infektion. Sobald der Schimmelpilz das Gehirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Wirtes mit denen des E-Serie-Vermittlers in Einklang gebracht. Der Wirt beginnt, Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben. Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Series-Vermittlers. Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst. Endstadium der Infektion. Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt. Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen
Steigerung der körperlichen Stärke einher. Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig. Spielt nicht mit Chemikalien. Sierungstest. 5 Minuten noch Dosis erbrechen. Kalzifikation. E-Nekrotoxin. Das stört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Oh. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellinnen. Okay. Habe ich dabei. Richtig. Boom. Okay, das ist gut. Nehme ich an. Ich nehme an, das ist hervorragend. Uff. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HZF, eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen und gegnerische Elemente zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für die, den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert. Es ist kein Wunder, dass und selbst die Organisation sich darauf stürzt. Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von Vicarians Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen so vor, dass die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von impraktikablen, boah, ich kann nicht mehr. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähig, nach Belieben sie im Gewebe auszuschneiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugeführt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoindukt ändert, die Bakterien der Art Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird. Oh. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Okay. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich das Mutamycet durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper... Okay. Okay. Story. Musste ich lesen. Wollte ich lesen, deswegen habe ich so... Gut, nicht schon wieder so viel Text. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien... Was? Den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz.
Die Forscher haben diese Superorganismen, die Molded, getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungines Serum... Okay, das haben wir. Das Serum an den infizierten Personen zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien. Myzelien? Zilien? Aber die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Okay. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. So, also ohne Liebe und einen Pilz. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Und wir können speichern. Mehr Flammengranaten, das ist gut. Ich muss irgendwas weglegen jetzt. Moment, ich kann irgendwas... Das kombiniere ich noch. Pistolenmunition gebe ich rüber. Ich habe noch eine Chemikalie hier mit Kräuterli, perfekt. Ein Kraut zurück. Okay. Whatever. So, speichern. Oh Gott, wie lange hat das jetzt gedauert? Mir kommt vor, ich habe eine Stunde jetzt gelesen. Es tut mir leid. Mindestens eine Stunde. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Das ist gut. Und so, ich kann gleich hier nochmal... Nee, kann ich nicht. Ich habe das eine Kraut weggetan. Okay. Schöner Song. Na, oh. Du hast mich erschreckt, Puppi. Scheiße. Oh, ja, du sagst es. Wenn der einen Kugel gleich mal nach... Oh, Scheiße. Okay, ich brauche Munition, Freunde. Ich nehme mal die hier wieder. Combination. Ah, ich benutze es. Ich liebe diese Waffe. Sie ist so viel cooler.
Ist hier hinten ein geheimes Geheimnis? Nee. Warum nicht? Schande! Gib mir mehr von dem Zeug hier. Okay, es geht hier rauf, aber was ist hier hinten? Ein Bömpchen. Nehme ich. Meins. Oh! Ein Schuss? Fuck. Okay, da greifen wir doch mal lieber so einem Bömpchen wieder. Ich find's echt super, wie mir die Munition hier wieder ausgeht. Das ist eine bodenlose Frechheit. Kann doch kein Mensch arbeiten. Oh oh. Eingesperrt. Scheiße. No. Ah, das ist doch zum Kotzen. Auf die Beine zielen. Aha. Okay. Ah, ich bin hier, Gott sei Dank. Okay, Was? Was? Du, diese Scheiße geht auf die Nüsse. Fucking hell. Ah, ich hab nichts mehr. Oh mein Gott, ich komme hier nicht weg. Ich könnte die Leiter einfach aufgehen. Lass mich das zuerst hier. Ist das hier gerade explodiert? Was war denn sonst? Okay, ich hab keine Bomben. Shit, hätte ich auch mal vorbeilaufen können? Fuck. Ach nö, jetzt. Ach nö. Ach nö, ich hab alles verschwendet. Für nix. Moment mal. Hier komme ich ja gar nicht weiter. Ah, hier. Ich hätte einfach vorbeilaufen können. Ist das jetzt ein Witz? Oh, no, T. No.
Ah, das ärgert mich jetzt. Ach nee. Ich meine, ich könnte aber neu starten. Fuck. Jetzt immer. Und dann vorbeilaufen. Oh, Jesus. Wieder die blöde Omi. Oh, okay. Hi. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Gut. Geht's wunderbar, danke schön, eine Nachfrage. Wo ist er? Lass mich! Das ist deine Schuld. Warum sehe ich das? Weil du infiziert bist? Oder so? Keine Ahnung. Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt weh. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Da. Es ist eine... Du gehst um 8 ins Bett in Zukunft. Du bist ja ganz crazy von den ganzen Filmen. Ich krieg hier keine... Ich krieg hier keine Munition mehr, oder? Einer von uns wäre... Dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Keine Hilfe nicht! Mieten. Was? Achso, ich dachte, das wäre eine... Was? Moment. Ach, das war nur... Ach, schaut, ich habe noch weniger Munition. Jetzt flipp ich aber aus, du. Muss ich? Ach du Scheiße, was ist denn? Gut, es hat nicht funktioniert. Ich gehe oben hin. Oh Gott. Oh Gott. Psycho. Bleib weg! Komm her! Au, oh, das war nicht gut. Soll ich schießen? Was? Ich hab doch nicht... Ich bin, oh Gott, ich dachte... Oh Gott. Okay. Anscheinend schießen. Evelyn wird sie nicht nähern, wenn sie eine... Wenn sie mit dem Angriff abblocken. Blocken. Okay. Easy. Bleib weg! Ich hab doch geblockt, oder nicht? Bleib weg! Nein, nicht! Bleib weg! Weg von mir! Stopp! Nein!
Mir geht's nicht gut, glaube ich, oder? Mir geht's irgendwie, glaube ich, nicht ganz gut. Befürchte ich. Du? Ich wusste es von... Habe ich's nicht gesagt. Warum hassen mich alle? Tut weh! Verdammt, Hölle! Was denn? Oh mein Gott! Wohin muss ich schießen? Ich kann es nicht auswählen. Oh Gott, was für ein hübsches Gesicht! Ich weiß gar nicht, worauf ich schießen soll. Ich sehe das hier nicht genau. Das sieht nicht gut aus. Bin ich tot? Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Das kann man sagen. Schade, dass ich jetzt nachladen muss. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann dieser fucking Hubschrauber irgendwas dagegen unternehmen? Ich wollte nur eine Familie. Den blöden Sprung habe ich noch Zeit, oder? Bist du erledigt? Ich schätze mal. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Thank you.
Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Leb wohl. Warum willst du dir ein neues Handy kaufen? Das funktioniert doch. Du musst dir nur das Video löschen. Ach, Jesus. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu. Ja, ich meine, gut, wir haben Mia nicht geheilt. Wo ist dann Zoe? Die ist gestorben auf dem Ding. Und dann hätte ich sowieso ihre Sicht. Hätte ich dann zum Schluss... Die Frage ist, was passiert, wenn ich Mia... Dann hätte sie mich ja nicht angegriffen, oder? Dann hätte wahrscheinlich Zoe mich angegriffen, wenn ich jetzt... Nee, dann hätte Mia überlebt zum Schluss. Das geht ja auch nicht, oder? Aber warum ist sie gestorben, wenn ich sie geheilt habe? Was habe ich von... Don't know exactly. Und Hauptsache, wir haben alles getötet, oder? Okay. Ich sage danke fürs Zusehen, danke für den Support bei diesem Let's Play. Resident Evil 7 hat mir viel Freude bereitet, muss ich sagen. Hatte ich Spaß. Den Speicherpunkt habe ich natürlich nicht mehr jetzt, wo ich dann sie heilen kann, aber... Hey. Gibt Schlimmeres im Leben. Die ganze Umweltverschmutzung, das ist schuld daran. Und ich möchte nie wieder Pilze essen und Champignons und Zeug. Never. Never. Achso, das war einfach die Sequenz. Dafür, okay, da passiert nix. Okay. 13 von 18. Mr. Everywhere's, what? Schwierigkeitsgrad Irrenhaus freigeschaltet, okay. Die Geheimnisse der Verteidigung, okay. Not a Hero. Frühling 2017. Achso. Okay. Und so viel dazu. So viel dazu. Okay. Das war's mit Resident Evil 7. Wie gesagt, danke nochmal fürs Zusehen. Macht's gut.